Hey man, what's up? How you doing? Everything good? Yeah. We're both gonna. Well, actually, I'm gonna be the one who looks at it first, but I wanted you to be with me for this moment. There you go. There you go. Do you see that? Fuck yes. Mein Laden jetzt seit 6 Jahren und im Prinzip ist das so mein absolutes Herzprojekt. Ich habe, wollte ich das schon seit Tag 1 machen, meine Kollaboration auch mit dem Verein zusammen und so schön, dass mit Umbro jetzt eine Marke dabei ist, bei der man auf offene Ohren stößt und stieß. Well, my name is Ralph. I am Head of Product Development for Umbro UK, predominantly looking after the footwear collection and category. And I'm here today to tell you about the Neptune and the collaboration we've done with Werder Bremer and Gluckstretter in Bremer. Mit Umbro gesprochen, die Idee kam sofort total gut an. Werder wollte das sofort umsetzen und ja, dann sind wir rangegangen und haben einfach mal überlegt, was können wir für einen Schuh nehmen, was können wir für eine Silhouette nehmen. Wir haben uns relativ schnell für den Neptune entschieden von Umbro. And we found a range of shoes, one of them being Neptune from specifically a 1999, and it was a real classic, runner silhouette from the time, and it seemed very poignant also for now, so it seems a bit classic. And we took the style, re-engineered it as close as possible, gave it a slightly elevated look on the sidewall to create this, real iconic Umbro style. Super cool. Ja, muss ich wirklich sagen. Also es ist halt wirklich ein extrem cooles Design. Klar, die farbliche Kombination natürlich Umbro und Werder finde ich super. Hier hinten mit der Pride-Flagge drauf und was man dann natürlich auch wieder hier in den Schnürsenkel wieder sieht. Ich empfinde besonders für Werder Bremen, dass die Stadt für Werder lebt. Also wenn man durch das Viertel spaziert am Spieltag, dann sieht man die Leute einfach mit den Werder-Trikots spazieren, gehen durch die Geschäfte und man spürt, dass der Spieltag ist. Und das finde ich halt ganz besonders, dass die Stadt für Werder lebt. Werder steht für mich für Offenheit, Weltoffenheit, für Toleranz. Das ist das, was du trägst und irgendwo auch das, was du bist. Und das finde ich, das ist das Besondere am Sneaker. Ja, perfekt. Gluckstretter ist mein Laden und das ist mein Schuh.